can't wait so we can break apart. The hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean only the best. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege mit dem Dominik. Ja, moin, salzig. Auf der Karte Grenze. Border auf Englisch. Nämlich Twitch. Ich bin jetzt gerade richtig salzig, ich nehme Blackbeard. Ja, letzte Folge Rage 3. Los, hey, halt die Fresse. Ihr seid doch Premates, Alter. Das sind drei Leute, weißt du? Ich habe deswegen ja Premates. Ich tu gar nichts, Alter. Das ist unter mein Niveau, Digga. Wahrscheinlich ist das wie, da ist auch bestimmt wieder so ein kleines Dreckskind, Alter, was gerade mal Level 46, 110, ja, das schaffe ich auch einen Tag, wenn ich mich da hinsetze. Den ganzen Tag links sucht die Terroristenhand. Das dauert wieder so lange beim Laden, bei der. Das Spiel mit Laptop. Ne, der lädt einfach Pornos hier runter, wie der Rest des Teams. Ja, die sind doch fertig geladen. Oh, Alter, guck mal bitte bei uns im Team. Ja, die machen, spielen alle mit Ping Vorteil, weil das liegt an den Servern, die down waren. Eins von beiden. Ne, Ping. Digga, wenn Server, die Server down, müssten wir auch so einen hohen Ping haben. Nicht alle, kommt immer auf die Region an. In den USA gab's keinen Serverausfall. Das weißt du doch nicht. Was ich hab mal in englischer Streamer geguckt, habe kurz. Ne, hat der Rank gespielt. Ja, vielleicht war er die ganze Zeit dran. Das guckt den ganzen Tag. Ja, der ist kurz raus. Ja. Gegangen. Da war nur in Deutschland wieder diese Drecksscheiß. In bestimmten Bundesländern nur. Einige konnten spielen. Waffenraum. Oh, ich bin noch weggekommen. Gott sei Dank, Kamera haben sie. Kamerad Kapuma, meine Lieblingsaufgabe. Das finde ich scheiße, dass man nicht mehr in der Twitch-Cam mit zugucken kann. Ja, geil, in Gemma rein. Geil. Ist mir mal einmal auch passiert. Gemma, Mann. Ich bin einfach auch reingekommen, mal gucken, wie es wehgetan hat. Das ist ein Anvisieren, Alter. So, mit den Elite-Skin natürlich. Vom Blackbeard. Für den geilen Aussehen lohnt sich das. Blackbeard sollte dann die M4 kriegen oder die M16. Und die M16 nur in Vollautomatik und Burst. Das ist geil. Dazu diesen Vietnam-Skin. Mhm. Boah. Ubisoft. Hört man auch keine YouTuber. Die haben auch Ideen. Wenn mich so lange rechts deckt, kann ich links decken. Boah, zwei weg. Nein. Ja, unser Ping geht in den 60er Bereich. Du. Bin dran. Ich komme nach. Nein, ja, da. Nein, sie macht. Nein. Fuck. Oh, jetzt wollen sie aber wissen. Jo. Ganz ehrlich, Kavera rauspatchen. Weg damit. Einfach rauspatchen. Braucht keine Sau. In Rank. Hätte ich doch heute mal mein zweites Solo-Projekt aufgenommen. Rainbow macht mir eigentlich mega Spaß, aber wenn jedes Mal, jede verschissene Runde, die du hast, eine verschissene Kavera rauskommt. Ja, die gehört zu den Main-Operatoren, ne, in Ranked. Ja, rauspatchen, rausnehmen. Warum? Weil es unfair ist, weil der Angreifer hat auch keinen, der sie verhören kann.
Da kann nur die Fußspuren, der ist auch nicht zu 100% safe. Wie jetzt zum Beispiel Cabrera. Über dir. So, ich höre mit meinem 30-Euro-Headset. Was für Gaming ist. Ich wollte schon sagen, wann haben die Verteidiger ein Schild? Schafft er nicht. Dein war einer. Boah, so viele Lacken. Da ach, hast du richtig gesehen. Ja, klar, war Küre. Ja, ich seh's ja, wer das war. Aber der Rücken massiert. Das regt mich auf, Alter. Diese scheiß Kavera, ey. Naja, war doof. Also man sollte einen Operator einbringen, die Kavera aus, also quasi einen Feind darstellt. Ja, so ein Pups. Ach nee, ich glaube, nein, alles gut. Falsche Idee. Und falsche Idee, das ist. Gegen Roma hast du Jakal. Weil ich sage mal, so hätten sie auch das Tracking-System 1:1 übernehmen können. Dass man quasi sieht, wo er hinläuft direkt und nicht irgendwie 5 Sekunden später erst wieder. Die alte Position, also immer die aktuelle. Also so ist Cabrera wirklich OP. Findest du? Finde ich eigentlich nicht. Die hat dich verhört? Das sieht man bei mir. Ich habe angefangen. Ja, die ist in einem Schutz. Die ist in einem Schutz im Moment. Damit man das nicht abbrechen kann. Doch. Ich habe das so oft auf YouTube gesehen. Die haben auf sie geschaut. Und dann hat sie. Da hat sie so häufig auf YouTube schon gesehen. Vielleicht ist es in anderen Ländern so. Aber ich hatte es auch schon mal, dass ich, dass sie erst zu Ende verhört hat und dann erst gekippt ist. Es ist nur eine Frage, wer das ist. Kann man überhaupt die in den Rank kicken? Nein. Ach nee, haben sie rausgenommen, stimmt. Ein Konter für Cabrera. Jakal ist kein Konter. Ne. Oder ist es schon wirklich dreckig? Kann ich da Stacheldraht nehmen? Nee, das ist zu nah. So möchte ich das. Das ist auch zu nah. Das ist perfekt. Gute Nacht. So, hallo. Ich bin der Tischler. Ich mache die Tür neu. Okay. Eigentlich bin ich ja Fotograf. Okay. Seit wann machst du das, den Beruf?
Das weiß ich auch nicht. Der muss doch wissen. Ping! Na, leg mal an. Schön. Oh, das ist schon wieder so eine dreckige Schildeinheit. Hier hinten. Ja. Und jetzt machen sie Druck. Scheiße, ich habe ihn gerade gesehen. Neben Raum. Gegenüber vom Waffenschrank. Mhm. Ich nehme extra nächste Runde Doc. Schön. Da ist einer, Ping, Ash. Schön. Okay, Alter. Ja, die hatten Hass. Bam! Digga, stirbt so nach dem Motto. Dreck! Entschuldigung, manchmal kommt's einfach. Ja. Na, ist schön Vietnam-Skin für beide Waffen. Das sind zwar unterschiedliche, will aber nicht beides zeigen. Da ich das DMR-Gewehr gar nicht benutze. Bei Bug. Muss zu viel triggern. Ja, was hat der kleine? Eine 9 mm. Eine Sprengladung. Wo ist deine Klemo? Nehme ich nie mit bei Twitch. Dann wunderst du dich, warum du eine Kavere im Arsch kleben hast. Hä? Die war ja vor mir. Hier am Arsch kleben, ja. Verstehe ich nicht. Ja, warum hast du nicht erschossen, wenn sie vor dir war? Weil die Pistole mehr Schaden macht als die Waffe von Twitch. Weil du schneller down gehst. Ja, A, ja, und, Boost. A und D. A und D im. Egal, wenn die Spray trifft, die trifft immer auf Nahkampf die Waffe. Da brauchst du nicht. Kannst du A, D, kannst du hüpfen und Salto machen. Dropshotten. Dropshotten? Mhm. Was ist das denn? Beim Schießen sich hinlegen. Ja, das mache ich schon gar lang nicht mehr. Das klappt eh nie. Ja, vielleicht hättest du da lieber die Kavera geholt. Ach, ist doch egal, wurde halt wohl vom Kev. Och, der lädt, Alter. Was ist das denn? Wo denn PC? Ich freue mich gleich schon auf die neue Runde. In der neuen Aufnahmesession. Aufnahme. Kein Wunden PC. Black Hawk. Du hast Schröder.
Jo, ich war mal Cap Ecke. Alles klar. Ich war richtig produktiv als Twitch. Ich kann zwei Kameras kaputt machen. Hallo Puls. Naja, ist ein Jammer. Ich hab mich versteckt. Och nein, die Piken, ey. Erbärmliche kleinen Kevins. Okay. Was hast du gegen Kevins? Ja. Ja, nicht, also. Aber wenn man so bedenkt, ein Namen kann schon ein ganzes Leben zerstören. Ey, die Schatzkamera da hinten lebt noch. Mach mal so weg. Ich bin gerade inkompetent, das Scheiße wegzukriegen. Jetzt habe ich es. Das ist schon erbärmlich, wenn sein eigenes Teammate das nicht macht. Die haben definitiv wieder eine Cap. Diesmal bin ich dabei. Oh, Alter, mein Aim gerade. Ich hätte fast die Maus weggeschmissen. Wo ich hingeschossen habe, am Arsch der Welt. Ja, der hat den Glitcher ausgenutzt. Da habe ich gerade gesehen, wo er die angeschossen hat. Habe ich ja echt nur gesehen beim. Ich war so. So fixiert halt einfach. Immer das Ziel vor Augen. Kennst du den Spruch? Voll das geile Zitat. Wen habe ich denn eben die ganze Zeit gespielt? Ach ja, schön. Du hast diese bereit erfolgreich verteidigt. Wieder einen anderen Bereich aus dem Wald gefahren. Was wolltest du gerade sagen? Mein asozialer Puls? Das ist Fotograf vom Beruf. Er ist eigentlich falsch. Sein Vater wollte immer, dass er eigentlich Fotograf wird. Und er wollte immer zur Spezialeinheit als Fotograf. Und dann ist er als Mann zur Spezialeinheit als Fotograf gegangen. Und hat ja, so. meine Titelnamen. Timo erklärt Puls. Puls ist ein cooler Typ. Mitte 30. Kommt aus Amerika. Es fehlt irgendwo noch den Bart von Blackbeard. Aktiv im FBI. Ne, passiv. Der macht doch nur Fotos. Nope. Wer will hier noch Stress mit Drohnen? Ja, ey. Oh, geile Platte. Die hält aber keine 45er Magnum-Patrone aus. Timo Rizzolord. Warst du kleine Drecks-Twitch-Drohne? Habe ich dir im Thema mich anschießen gesagt? Kleine Drecks-Miststücke von Twitch-Drohne. Ich hasse Twitch. Ja, und du hast Ash. Hat man jetzt gesehen. Oh. Oh. Nein, das war ein Headshot, egal. Fuck drauf. Oh. Machen Sie jetzt ernst? Keine Ahnung, Mann. Jetzt habe ich mich kurz erschrocken.
Ich kann leider nicht Dings helfen. Ich habe jetzt Angst. Aber. Ach, wo ist denn diese kleine verfickte Twitch-Drohne? An dem Tisch. Rechts, rechts, rechts. 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 Okay. Nein! Wurde gerade. Ich hab G gedrückt. Egal. War ja auch von mir eine Scheißaktion, dass ich gleich zu früh geholt worden bin. Der hat mich also durch den Tisch erschossen. Okay. Busa. Ja. Ja, Alter. Einfach mal einen unnötigen Charakter bei Via nehmen. Der mit dem Stahlblick, Alter. Guck dir mal das Bild von ihm an. Der ist ein Zombie, Alter. Alter, der kickt, der, ne? Der, ich schwöre, wenn es den geben würde, der guckt dich so an, du wärst tot. Der? Ja, wenn er es den Bug geben würde im echten Leben, genauso. Der würde 100 Pro geben. Der guckt dich so mit diesem Blick an, mit diesem Stahlblick, Alter. Da kommen Stahlbolzen von oben, die töten dich. Alter. Ja, Mann. So ein riesengroßer Klumpen zusammengeschmolzenes Stahl kommt auf dich raufgefallen. Digga, du bist jetzt sofort down, Alter. Du wirst nicht mal eine Reanimation. Dich müsste man aufkratzen. Unten, wo wir waren. Es ging nicht, die Tasse ist kaputt. Was war schlimm? Dieser Stahlblick sagte, ey, nee, ich komme nicht klar damit. Was war er vom Beruf, bevor er zur Spezialeinheit gegangen ist? Kanadier. Das ist kein Beruf, das ist eine Nationalität. Du sollst das Ding mit dem Schrotflinte runterholen. So, wir halten fest, Timo hat Aggressionen, er schießt Kameras mit seiner Schrotflinte ab. Ich hasse Felsaurus Rom. Roman. Ja, so. Oh, nee, du, ich gehe. Timo, weißt du, da ist deine alte Liebe, ne? Yo, Digga, läuft bei mir. Ey, das fange ich jetzt nicht Premium. Lol. Lol. Mira, du bist so. Was hat der für ein Ping? 160er, kein Wunder, Alter. Mira ist ganz hinten, wenn du reinguckst. Also ganz hinten durch. Genau da. Ja, da in der Richtung. Okay, ist down. Aber trotzdem, Alter, sie hat 3 Kugeln mit der DMR ausgehalten. Das ist schon krass. Und die DMR machen ja echt böse Schaden, wenn die treffen, ne? Ja, klar. Die zwei sind durch den Stahlblick umgekippt. Ja, vor allem Kapkanal. Er wusste gar nicht, wo die Stahlträger herkamen. Nein, wirklich. Der stand da so. Vor allem, ich weiß nicht, wer da auf dem Boden lag, Luke. Irgendwer lag auf dem Boden, ich habe nur so einen Millimeter Kopf gesehen. Dachte mir, halt, drück's mal. Ja, Headshot. Ich bin ja kein Jedi. Jetzt kommt Timos hier, Timos Lebensgeschichte von Pull. Er war Fotograf.
Was war Doc? Ziegenarzt oder was? Fußpfleger. Rook? Ufertischler. Nee, nee, Ledermacher. Der aus Klamotten, aus Lederklamotten. Nice, ich hab die Drohne nicht getroffen. Diesmal nehme ich die aber mit. Ich hab bei letzten. Also es Och, die haben schon wieder macht. eine Twitch, Alter. Meine Fresse, geht wie mir wirklich auf den Sack. Ich mag sie, aber wiederum auch nicht. Weil sie mir immer weh tut. Was, Doc? Du brauchst kein Doc. Bist die ganze Zeit eh drin. Oh, nicer Wallhack. Ah! Oh, ich wollte gerade kommen, aber die Twitch-Drohne hat dich. Boah, das war ein Wallhack. Also. Oh, für mehr Stacheldraht. Diese verschissene kleine Twitch-Drohne, ne? Ich guck ja ganz lang so. Fuck. Soll ich jetzt noch zurückgehen? Die Granate ist gerade bei mir explodiert. Die ist vor mir explodiert. Nur 5, 6 Meter. Bitte was? Digga. Timo? Ja, was ist denn? Ich will dich jetzt nicht so unterfragen, ne? Du aber, kannst du mal ein bisschen länger leben? Ja, mache ich jetzt. Also, so lange, dass wir die Runde gewinnen, ne? Drei schwere Operator. Löst zwei Fliegengewichte. Ich kann dir nicht hinterherlaufen, ich bin zu schwer. Ja, nee, Es gibt. alles gut. Es gibt's, ich kann dir mal eine Medic-Pistole mit. Hier, warte, wir tauschen. Na, Twitchy, komm mal hoch. Mein Häschen. Komm. Ich bin auf Abfangkurs. Kann ich hier vorne zumachen? Ja, kannst du alles zumachen. Ich komme später rein. Wenn du so weit kommst. Aber sicherlich. Siehst du, die erste ist nicht weit gekommen.
Du, wir haben mal Probleme hier. Okay. Ach ja, komm. Komm hier nicht weg. Ja, gar. Was denn? Ja, du kleine Missgestalt. Du hast was am Laufen. Du kannst ja nicht sagen, dass du mich aus der Hüfte triffst wie ein Eins. Ist ein Witz. Ist ein Witz wie ein Eggos. Dein Ping, Alter, da kommt meiner gar nicht gegen an. Meine Fresse. Arme Nachrichtkackschachtel, ne? Also Blitzfristkugeln, Alter, wie das Smarties werden. Was habe ich schon hier so ein Scheißpflegeviech hier in meinem Zimmer? Hallo, geh weg von meiner Anlage. Die Anlage. Mal verstärker. Machst du? Also, der hat aber einen Hass gehabt. Wie er weggeflogen ist. Rückwärtshaltung. So, du nimmst hier Man of Steel, ne? Komm, ich nehme jetzt auch mal DMR auf deine Empfehlung. Wenn so scheiße ist, hau ich dir in die Fresse. Mir schon bewusst. Aber ich habe irgendwie ein bisschen Angst, Alter. Der sieht aus wie hier von The Walking Dead, Rick Grimes. Mit dem Gesicht. Also mit den Augen. Ja, kann sein, keine Ahnung. Kenne ich nicht. Ist er nett? Okay, kenne ich nicht. Manchmal hat der eine Klatsche wie wir beiden, aber so. Dufte Typ. Okay, kenne ich nicht. Da, ey, ich kann dir keine Pilotenbrille leisten wie ich, ne? Meine ist schön. Ich weiß, was Timo sich für ein Elite-Skin wünschen würde. Wo hinter Bug so zwei Stahlträger. Nein, so ein Magnet. Der Stahl auf anzieht und dann so wegschießt. Das ist ein geiler. Oh, so ein Operator, der kurze Zeit wie ein, zwei Sekunden Waffen lahmlegen kann. Bei den Angreifern. Ein Operator durch der durch eine bestimmte Munitionsart, aber nicht viel davon hat, durch alles durchschießen kann. Aber hat halt nicht den Vorteil, dass er sehen kann, dass da wer ist. Also ich finde meine Idee besser. Ich finde die ganz geil, dann würde ich Perma spielen, also überall einfach durchballern random. Da war das würde mich interessieren, ob ich da oben hinkomme. Oder auch nicht. Mal. Nein. Bleib ich da. Meine Drohne funktioniert noch. Hallo? Okay. Oh, die hört. Die hört sich nicht scheiße an. Wollen wir hier durch die Wand schießen, beide? Kannst ja machen, aber ich glaube da. Die hört sich aber scheiß böse an, die Waffe. Oh, und die hat scheiß wenig Munition. Da sieht man kurz die Giegel.
Meine Fresse, ich krieg die eine Barrikade nicht auf. Ich habe nur 21 Schuss. Wo sind die bösen Mira? Zeig sie mal. Ah! Ich hab sie gesehen. Einer auf Ping. Ja. Hat zwei Hits. Knapp. Links ist einer. Ich werde... Wo ist denn hier... Ja, nice. Schön. Die DMR ist schön, aber nicht exzellent. Also, hat für mehr einen Geschmack zu wenig Munition mit. Tja. Wir müssen abmoderieren. Scheiße, ich hab's vergessen. Du. Also ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao. Tschüss.